Maurice Malone, zweites Tor im zweiten Spiel aufeinanderfolgend. Worüber freust du dich mehr, über die drei Punkte oder dass es bei dir jetzt angefangen hat zu laufen? Ja, ganz klar. Über beides freue ich mich sehr, über die drei Punkte natürlich noch mehr. Wir haben uns letzte Woche leider am Ende nicht mehr belohnt und heute haben wir uns für ein super Spiel am Ende belohnt. Mann, die haut dir noch rein und das war ein Glücksgefühl, das kann man gar nicht glauben. Und ja, war einfach ein schönes Spiel heute, hat Spaß gemacht und die drei Punkte sind heute viel wichtiger als alles andere. Was war der Core-Matchplan, wie man reingegangen ist mit dem Ansatz in dieses Spiel? Zu sagen, wir geben nie auf bis 90 Minuten und... Ja, eigentlich so wie die Spiele davor. Wir haben uns einiges vorgenommen, haben uns eine gute Spielidee zurechtgelegt gegen LASK und es ist von Anfang an gut aufgegangen. Wir sind immer gut durchgekommen, haben uns sehr, sehr viele Chancen erarbeitet, hätten das eine oder andere Tor mehr machen können. Kassieren dann das 1-0 aus dem Nichts, kommen gleich zurück und am Ende belohnen wir uns für den Sieg, für das tolle Spiel. Es ist ja vielleicht der Knackpunkt gewesen, dass der Ausgleich dann relativ schnell auf das selbstverschuldete Eigentor, also Gegentor gekommen ist. Wie wichtig war das, da sofort wieder reinzukommen ins Spiel? Ja, ich glaube sehr wichtig. Ich denke, sowas killt den Gegner immer. Die haben vielleicht ein bisschen Mut aufgenommen dann mit dem Tor, waren gar nicht im Spiel, haben ein bisschen Mut aufgenommen und wir kontern dann gleich mit dem 1-1 und ich glaube, dann haben wir ihnen wieder den Mut genommen und gleich so weitergemacht, wie es das ganze Spiel war. Und so lief es dann durchgehend und ja, wie gesagt, am Ende belohnen wir uns dafür. Ist das die Definition eines Arbeitssieges heute gewesen? Nee, gar nicht Arbeitssieg. Also würde ich nicht sagen. Klar, wir haben viel gearbeitet, wir haben das Spiel dominiert und war jetzt nicht so ein dreckiges Spiel, sage ich, wo man am Ende dann glücklich 2-1 gewinnt, wie wir vielleicht jetzt in Hartberg hätten. Aber das war heute eine super Leistung und deswegen würde ich sagen, kein Arbeitssieg, also einfach normaler Sieg. Wie viel Spaß hat es dann nachher gemacht, von der Kurve so empfangen zu werden? Ja, sehr viel Spaß. Die Fans sind Wahnsinn, haben uns das ganze Spiel nach vorne gepeitscht von Anfang an und ja, macht sehr viel Spaß hier zu spielen und ja, stopp.